Am 7. Februar startet in Sochi die Olympiade und wir hoffen, dass die zwei Damen hier, dass die wirklich werden abräumen. Ich kann mir vorstellen, das hoffe ich dir, ja, erhoffe ich dir natürlich auch. Jetzt ganz ehrlich, wie fühlt ihr euch zurzeit? Punkt 1, Punkt 2, was geht im Moment so ab bei euch hin? So im ganzen Vorbereitungsding auf die Olympiade, Elena. Also ich fühle mich gut im Moment. Also es ist auch jetzt, wir sind noch in Laax am Snowboard fahren und es läuft eigentlich super. Also bist du nicht nervös oder so ein Vorkribbeln oder wenn du so das olympische Zeichen noch schon siehst, denke ich so, es geht jetzt los? Nein, also ich bin eigentlich überhaupt nicht nervös. Ich bin glaube mehr so, dass ich mich freue, dass ich das miterleben darf. Und ich glaube, Nervosität kommt dann schon, aber dann erst kurz vorher, wenn dann wirklich so wenn du im Flugzeug bist und weißt, jetzt landest du dann dort oder irgendwie, wenn du dann am Start stehst oder so, dann ist es sicher so, wow, jetzt bin ich wirklich da. Aber ihr seid beides Olympioniken, sind das, bist du dir das überhaupt bewusst? Also weißt du, ich könnte an eine Uhren Olympiade gehen. Ja. Ich finde es mega easy, finde ich. Es ist einfach so, ja, ich gehe mal ein bisschen Snowboard auf Sochi, pff, voll easy. Ja. Also ich würde mich freuen wie ein kleines Kind. Ja, freuen tut man sich natürlich auch mega fest, aber eben, es stimmt schon. Ich glaube, also ich kann es mir einfach auch gar nicht genau vorstellen, wie es dann auch was für eine Dimension das hat. Es ist wie so, man hört es immer wieder oder wenn dann jemand sagt, Olympia und dann wieder im Radio, dann ist schon plötzlich so, dort gehe ich ja auch. Und das ist schon ein komisches Gefühl, aber irgendwie. Wie hast du reagiert, was erfahren hast, dass du auf Sochi kannst fahren? Ja, also das ist ja eigentlich so ein langer Prozess. Das ist irgendwie dann, schlussendlich, wo es dann offiziell war, ist es dann nicht mehr so eine Überraschung. Es war mehr eigentlich der Moment, wo man erfahren hat, okay, es wird olympisch. Und dann gut, die Chancen stehen eigentlich noch gut, dass man das auch schaffen kann. Und das ist natürlich dann so, gerade so mega Freude gewesen, so, wow, jetzt bin ich gerade in das Team reingekommen. Und zack, meine Disziplin wird olympisch. Ist ja, kann ja nicht besser sein.